Hallo, spreche ich mit den Gerd Hoschensimmer? Ja. Hallo, hier spricht die Frau Thomas, Unternehmer. Langsam wird es langweilig. Ja? Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder zwei Telefonate. Zwei Telefonate mit, mit einer unseriösen Trading-Abzockerfirma. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen Telefonaten. Hallo, spreche ich mit den Gerd Hoschensimmer? Ja. Hallo, hier spricht die Frau Thomas. Ich habe gesehen, dass Sie sich gerade bei uns auf der Seite angemeldet haben. Jo. Genau, da würde ich gemeinsam mit Ihnen die Aktivierung durchführen. Was denn für eine Aktivierung? Dass Sie das Handelskonto dementsprechend kapitalisieren und sich verifizieren. Aha. Genau, dafür haben Sie sich doch angemeldet, oder wofür haben Sie sich angemeldet? Ich wollte erst mal gucken. Ach so, okay, wonach suchen Sie denn? Ja, wie das so geht und so, ich weiß das ja nicht. Ja, wunderbar. Kennen Sie sich in dem Onlinehandel schon aus oder sind Sie da neu? Naja, also ich gucke schon eine Weile, aber bis jetzt war noch Okay. nichts Anständiges dabei. Was ist denn für Sie was Anständiges? Was muss denn bei Ihnen anständig sein? Naja, eine Firma, die reguliert ist und so und wo Wunderbar, man sein haben wir Geld für wieder Sie? kriegt und wo die Bewertungen bei Google nicht so scheiße sind. Okay, das haben wir auch. Haben Sie diese Indizien alle schon bei uns gefunden und ausprobiert? Hier bin ich gerade dabei. Sind Sie gerade dabei? Okay, also unsere Regulierung und Lizenzierung haben Sie schon gefunden? Nee. Nein? Soll ich Ihnen dazu mal einen Link schicken? Dann müsste das nicht eigentlich auf der Webseite hier draufstehen? Ja, richtig, aber Sie sind ja gerade auf der Kundenseite online. Ja, ich habe die Webseite nochmal neu aufgemacht. Ach so, okay, genau. Richtig, wenn Sie da bei Alvexo raufgehen, Sie sind ja gerade, ne, bei uns auf der Seite Ja, online. da sehe ich das jetzt hier auch gerade unten. Das ist ja hier das Sci-Sec aus Zypern. Das ist ja da, wo die ganzen Betrüger angemeldet sind. Da sind doch nicht alle Betrüger angemeldet, oh mein Gott, Naja, aber nein. viele. Ja, natürlich, aber nicht gleich alle Fische, die im Fluss schwimmen, sind gleich böse Ja, Fische, aber ne? warum haben sie denn da so ausgerechnet so eine Lizenz, die nicht viel wert ist? Weil könnte man ja auch woanders denn machen. Naja, unsere Lizenzierung ist da, aber wir sind da, unsere Regulierung ist beispielsweise bei der BaFin, bei der Bundesfinanz. Mit Kryptowährung. Ja. Sie wissen Sie sind schon, unsere dass die Lizenz. BaFin keine Kryptowährung macht. Ja. Warum denn sagen Sie mir jetzt, Sie sind mit Kryptowährung bei der BaFin? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe Ihnen Doch. nur gesagt, dass unsere Regulierung da ist. Das geht ja Sie können nicht. doch mal, Das schauen Sie geht mal, ja nicht, das ist ja klicken nicht Sie mal auf, möglich. klicken Sie mal bei Alvexo auf Regulierung und klicken Sie da mal auf den deutschen Button. Wie steht denn das? Alvex, Sie sind ja oft unserer Plattform drauf, ne? Ja, ganz unten. Scrollen Sie mal bitte nach ganz oben. Ganz oben. Da sehen Sie so eine Lupe, da steht Handelsinstrumente, Alvexo, Alvexo Plus, Konten, Plattform und Kontakt. Ja. Wunderbar. Und bei Alvexo, wenn Sie darauf klicken, sehen Sie verschiedene untergeordnete, kategorisierten Begriffe, richtig? So wie über uns, Regulierung, rechtliche Dokumente, Sicherheit der Gelder, Streitbeteiligung, Karriere, Events. Sehen Sie das? Nee, wohin? Alvexo, ne? Ja, vorne auf das Logo. Wenn ich da draufklicke, passiert nichts. Nee, nicht auf dem Logo. Links, rechts Ach daneben, da, ist eine ja. Lupe. Da steht Handelsinstrumente und Alvexo. Ja, und jetzt klicke ich hier auf Regulierung. Genau, klicken Sie mal auf Regulierung. Ja. Und wenn Sie ein bisschen weiter runter scrollen, sehen Sie eine deutsche Flagge. Ja. Wunderbar. Wenn Sie darauf klicken, sehen Sie da einmal die BaFin. Ja, aber da ist ja nicht da, und da ist ja nicht Alvexo hinterlegt. Weil die BaFin, die macht ja auch nichts mit Kryptowährungen. Auch keine Firma, die Kryptowährung beinhaltet. Das verbieten die. Da habe ich mich schon belesen. Also hier kommt ja eine ganz andere Firma, wenn man da draufklickt. Das ist ja Betrug. Aber wenn Sie mal darauf klicken, Ja, aber da ja, kommt dann ja nicht sehen weg, so. Da kommt ja eine ganz andere Firma. Sie. Ja, aber schauen Sie mal. Wie Avexo ist Tochterunternehmen, Ja, aber ne? warum So wie steht denn dann der Firmenname Coca-Cola, nicht bei Ihnen auf der Webseite? Die Mutter ist und Fanta Sprite und Maxomix, alles die Töchter darunter sind. Ja, aber warum steht denn der Firmenname nicht auf der Webseite? Das kann ich ja auch nicht prüfen. Da kann ja alles drin stehen jetzt. Okay. Ich mache Ihnen einmal die E-Mail fertig, und dann werden Sie diese de Ja dementsprechenden gut, das Begriffe muss alle ja, sehen, nee, okay? eine E-Mail, das interessiert mich nicht. Das muss ja auf der Webseite stehen, ansonsten ist Aber es da für mich steht das Betrug. Schild doch drauf. Ja, tut's ja nicht. Ihr habt da jetzt einen BaFin-Link mit einer ganz fremden Firma, die überhaupt nichts mit euch zu tun hat. Und dann ist hier nicht mal der Name von der Firma bei euch auf der Webseite zu finden. Das ist Betrug. Okay,
Okay, wenn Sie das der Meinung sind, okay, dann ja, machen Sie das. Definitiv. Nein, keine Ursache. Alles gut. Oh, also schämen Sie sich für das, was Sie da machen. Das ist ja wohl ekelhaft, hier einfach andere Firmennamen rinnehmen. Ich google mal hier den Firmennamen, da kommt bestimmt was anderes raus. Mal, weil sie die Leute betrügen. Wir betrügen doch keine Leute. Was natürlich. Sie betrügen Leute. Ganz, ganz sicher. Nein. Doch. Machen Sie und nicht. Soll ich immer was sagen, wenn ich den Namen bei der BaFin, soll ich immer was sagen, wenn ich den Namen bei der BaFin suche? Da kommt was, da kommt eine ganz andere Firma raus. Die hat ja auch nichts mit Trading zu tun. Ich halte es mal kurz weiter, ja? Mhm, machen Sie das mal. Wunderbar. Perfekt. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr Josef auf hier Alex. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Hi, wie kann ich Ihnen helfen? Ma, die Frau hat mir hier irgendwas von der BaFin erzählen wollen, das sieht ja auch nicht. Die BaFin reguliert ja keine Kryptowährung und davon abgesehen steht ja der Name, der bei der BaFin hinterlegt ist, bei euch auch nicht auf der Webseite. Okay, woher nehmen Sie diese Informationen? Na, von der Frau, ich habe mit der Frau hier zusammengeguckt. Ja. Zum Verständnis doch mal, dass die BaFin keine Kryptowährung reguliert, ist vollkommen richtig. Wir sind auch keine Kryptowährungen, sondern ein Finanzdienstleister. Das ja, aber sobald ihr doch was mit Kryptowährung macht, seid ihr bei der BaFin raus. Naja, eine BaFin-Lizenz haben wir definitiv. Kurze Frage, Sie kennen sich aus, Sie sind vom Fach? Nö, aber ich weiß ja so ein bisschen Bescheid, worauf man achten muss. Okay. Da müssen Sie ja wissen, dass BaFin Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen mitunter reguliert. Das ist Standard. Ja, aber nur, aber ausschließlich nur, wenn Sie keine Kryptowährung haben. Okay. Da wir keine festen Kryptowährungen physische sozusagen anbieten, ist es vollkommen richtig. Diese bieten wir nämlich nicht an. Das gilt auch für den Handel. Wir bieten Differenzkontrakte an. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Wissen ja, Sie, aber was das ein Differenzkontrakt ist? Ja, das ist der Unterschied mit hoch und tief fallende Kurse. Aber das ist ja auch, genau. Das ist aber auch nicht erlaubt, wenn der Krypto das mit bei ist. Das ist nicht ganz wichtig, das ist erlaubt. Natürlich. Differenzkontrakte werden über die BaFin, als auch über die CISEC, wie die FCA, ja, aber die nicht mit Krypto. Reguliert. Aber na, nicht mit Krypto. Das ist auch vollkommen richtig, wir bieten auch keine Kryptowährungen an, sondern Differenzkontrakte. Das ist ein immenser Unterschied. Ja, aber wenn ihr das mit Krypto macht, ist das auch nicht erlaubt. Ganz kurz. Wissen Sie, was mir gefällt? Sie sind auf jeden Fall sehr stur und pochern auf Ihr Recht. Das finde ich gut. Das ist auch beim Handeln sehr, sehr wichtig. Wissen Sie? Diesbezüglich, aber ich muss Sie leider korrigieren, man muss sich auch eingestehen und vom Ego ein bisschen runterkommen, dass, wenn man sich nicht in dem Themenbereich komplett auskennt, nicht so stur drauf beharrt, wissen Sie? Ja, aber es fängt ja schon damit an, dass ihr kein Impressum habt. Das ist auch nicht ganz richtig. Sind Sie dann auf unserer Homepage? Du willst aber schön, dass ein Impressum Impressum heißen muss. Vollkommen richtig. Ein Impressum kann man direkt auf der Homepage, wenn man komplett runterscrollt, auch direkt abbilden. Na, haben Sie mal komplett runtergescrollt auf der Homepage? Das ist nämlich die Definition eines Impressums. Nö. Okay, wenn Sie das nicht gemacht haben, warum das? Na, ich bin unten, aber da ist kein Impressum. Da ist ein Impressum mit den jeweiligen Lizenznummern. Das beinhaltet ein Impressum. Nö, das ist hier kein Impressum. Wenn Sie das nicht gemacht haben, warum diskutieren Sie bitte? Ich habe das doch gemacht. Ich sage dir, das ist hier kein Impressum, was ihr da unten habt. Entschuldigen Sie bitte bei allem Respekt. Sie sprechen mich mit Sie an, ich bin kein Du. Ja, okay? Das ist mir wurscht. Ihr seid Betrüger. Ihr seid Betrüger und Abzocker. Ihr seid eine kriminelle Bande. Eine kriminelle Bande? Ja. Okay, wie kommen Sie darauf? Naja, weil erstmal ist das ja alles illegal, was ihr da macht. Dann habt ihr kein vernünftiges Impressum, ihr habt keine Regulation. Und der Oberkracher ist, dass deine Telefonnummer auch noch Betrug ist. Deine Telefonnummer funktioniert nämlich auch nicht. Erstens nicht du, sondern sie. Warum ist die Telefonnummer Betrug? Na, weil die nicht geht. Wenn ich die zurückrufe, dann geht die nicht. Gerd, hör mal bitte. Hör mal zu Gerd. Okay? Ruf mal die Telefonnummer zurück, dann kannst du uns auf jeden Fall erreichen. Okay, Gerd? Das sieht ja nicht, ich hab ja zurückgerufen, sieht nicht die Nummer. Na, das ist die Nummer. Können Sie uns gern zurückrufen. Das ist alles Betrug, was ihr hier macht. Sind Sie zufällig einer der YouTuber, der versucht, Finanzdienstleistern auf den Sack zu gehen? Ja, natürlich, und ich veröffentliche das alles auch. Ach so, das machen Sie. Ja, moin, da haben wir ja so einen richtig schönen Betrüger am Telefon, der versucht, hier seine Firma und sein Vorhaben hier am Telefon zu verteidigen, aber letztendlich ruft er hier einfach unberechtigt an. Er hat keine Erlaubnis, hier das Gespräch überhaupt mit mir zu führen. Interessiert die gar nicht. Grundlage wollen Sie uns denn verklagen? Bandenmäßiger, gewerbsmäßiger Betrug. Bandenmäßiger, gewerbsmäßiger Betrug. Dann kann man Sie du bist ein Krimineller. Auf Unterstellung. Du bist ein Krimineller. Aha. Ekelhaft, sowas. Du kennst mich doch gar nicht.
Na klar, du bist ein Betrüger, ein krimineller Betrüger. Du bist ein Betrüger, ein Krimineller, alles ja. klar. Gerd, pass auf, informier dich erstmal ordnungsgemäß. Das hab ich gemacht und du bist einfach nicht anderes als ein Betrüger. Du kannst uns auch gerne in Berlin besuchen kommen. Ja, das ist ja Quatsch. Das ist alles Bullshit, was du da laberst. Das ist nur Blödsinn. Das ist einfach nur Betrug. Außerdem kommt euer Account über einen... Außerdem seid... Ja, ihr ruft Leute illegal an, ohne eine Erwerb. Guck mal, du zeigst doch, dass du ein Betrüger bist. Du zeigst doch, dass du ein Betrüger bist. Mit deinem ganzen Verhalten, mit deinem ekelhaften Verhalten. Du lässt mich doch nicht ausreden, du bist beleidigend, du bist anmaßend. Ich bin beleidigend, ich sage dir, dass du ein kleiner Abzocker bist. Du bist nichts anderes als ein wertloser Betrüger. Das ist nicht beleidigend, das ist die Wahrheit. Jetzt wirst du aber ausfallen. Nee, ich bin nicht ausfallen, ich bin ehrlich zu dir, du Kakerlake. Du bist einfach eine Kakerlake. Eine Kakerlake. Warum schreist du jetzt, Gerd? Weil du eine Kakerlake bist. Ah, jetzt bin ich eine Kakerlake, Gerd. Okay, ich verstehe. Eine widerliche Betrüger-Kakerlake. Abschaum. Menschlicher Müll, du bist menschlicher Müll. In deiner geistigen Höhe kannst du dich du auch bist menschlicher Müll, du bist Abfall. Müll. Jawohl. Welche Schulbildung haben Sie? Na, mehr als du Kakerlake. Du sitzt ja nur in so einem Drecksgoldsender. Du bist einfach nur eine Kakerlake, die in einem Callcenter sitzt. Guck mal, du hast doch nichts geschafft. Du sitzt doch in einem Callcenter. Ja, na klar. Okay. Du bist einfach nur ein Lutscher. Einfach nur ein ekelhafter Lutscher, der die Leute betrügt. Ja, okay. Widerliches Vieh. Kann man jetzt auf einer Affenebene miteinander diskutieren? Ja, aber doch nicht mit einem Betrüger, mit so einem ekelhaftes Vieh. Dann erklär mir mal bitte, warum wir Betrüger sind. Ja, weil ihr die Leute betrügt, ihr zahlt die Kohle nicht aus. Ja, okay, eine Erklärung. Dann ist deine Lizenz komplett verloren. Deine Lizenz stimmt nicht. Eine Erklärung beruht nicht darauf, dass man Anschuldigungen gibt. Ja, eine Lizenz ist Quatsch. Deine Lizenz existiert nicht. Ihr seid in Zypern, habt in Zypern so eine Fake-Lizenz bei der SciSec, bei dem Bummelverein, der für 25 Euro so eine Lizenz rausschmeißt. Ich glaub doch keine Sau, dass ihr da echt seid. Ja, jawohl. Okay. Gerd, komm mal bitte runter. Nö, du bist einfach nur peinlich mit dem Scheiß, den du so von dir gibst. Alles klar. Du merkst gerade selber nicht, dass du peinlich bist. Ja. Ja, also, was man dem Betrüger ja hier ja zugestehen muss, der bleibt mehr oder weniger ruhig. Allerdings, der versucht sich hier im Kopf und Kragen zu reden und am Ende wissen wir ja doch, was es ist. Nichts anderes als Betrug, was hier am Telefon abläuft. Das ist einfach nur, also ich weiß nicht, was man dazu noch großartig sagen soll. Es ist einfach nur ekelhaft, wie die Leute ausnehmen und einfach anrufen und einfach wollen, dass man da einzahlt und um mehr geht's da überhaupt gar nicht. Einfach nur dreist. Und dann versucht er sich auch noch rauszureden. Ja. Mach das, du kleine Schmuckeltussi. Ah, Schmuckeltussi bin ich. Aber. Ja, wow. Schamutter. Du bist eine kleine Schamutter. Eine Schamutter bin ich. Ja, eine Schamutter. Okay. Also aussprechen kannst du es auch nicht richtig. Ja, genau. Das ist auch schon ein bisschen peinlich, was es angeht. Ja, aber letztendlich bin ich kein Abzocker und Betrüger und immerhin habe ich was in meinem Leben geschafft und das schaffst du ja nicht. Du kannst ja nur die Leute betrügen, kannst nur die ganze Zeit versuchen, dazwischen zu lutschen und dabei seid ihr nur so eine absolut primitive Betrügerfirma, die die Leute abzockt und die Kohle nicht auszahlt. Und das merkst du nicht mal. Und dann findest du das auch noch in Ordnung, dass du die Leute betrügst. Du solltest dich auf jeden Fall was schämen, was du machst. Du bist einfach nur ein Abzocker, mehr nicht. Und das kannst du nicht akzeptieren. Ich würde dir auf jeden Fall mal vorschlagen, dass du dir vielleicht mal einen ganz, ganz vernünftigen Job suchst. Weil man muss die Leute nicht abzocken, um seine Kohle zu verdienen. Man kann doch ehrlich sein Geld machen. Geh dich bitte erleichtern. Hab ich gerade bei dir, du Betrüger. Du bist nichts anderes als ein Betrüger und ein Abzocker. Du bist einfach ekelhaft dein Verhalten. Jetzt schämst du dich nicht mal. Schämst du dich nicht mal dafür, dass du die Leute abzockst? Und dann haben wir den netten Betrüger ein bisschen später am selben Tag nochmal an der Leitung gehabt. Das Callcenter haben wir auf jeden Fall den ganzen Tag ordentlich terrorisiert. Jetzt kommt der nächste Teil mit dem nächsten Anruf. Langsam wird es langweilig. Ja? Es macht keinen Spaß mehr. Herr, horchen Sie mal. Ja, horchen Sie mal. Horchen Sie mal, ich horche. Na komm, hauen Sie raus. Was haben Sie zu sagen? Ihr seid Betrüger. Nö, kannst du gern die Regulierungen anschauen. Habe ich schon, ist alles Betrug. Das ist Betrug. Ruf mal bei der BaFin an und frag mal nach, dann wirst du sehen, ob das Betrug ist. Ja, die haben das sogar bestätigt. Die haben das bestätigt? Ja. Die können das überhaupt nicht bestätigen, Großer. Darf ich mal eine... St- ich, w-
würde dir gerne mal eine Frage stellen, ja, und ich hoffe, du beantwortest sie mir ehrlich. Und das, das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage. Ja. Wie alt bist du? Das verrate ich nicht. Warum denn nicht? Warum sollte ich? Naja, einfach nur aus Neugier würde ich das gerne mal wissen, wie alt du bist. Ach so. Ja, weil ich habe gehört, für 20 Euro, also für ungefähr 20 Euro. Ach man, jetzt habe ich meinen Text verloren. Ja, merke ich schon. Nee, ehrlich, verrat mir mal bitte, wie alt bist du? Nee, verrate ich nicht. Aber ich kann doch mit deinem Alter nichts anfangen. Ja, verrate ich trotzdem. Also ich möchte einfach nur wissen, wie die Jugend sich momentan so bewegt. Ja, ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass du... Ja, du willst ja bestimmt jetzt kein Superheld werden, indem du hier irgendwelche angeblichen Betrüger auffliegen lässt, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass du die Broker-Szene in die Ruin treiben wirst. Nö, das nicht, aber ich trage zur Aufklärung bei, dass ganz viele Leute nicht bei euch einzahlen. Ach, du trägst zur Aufklärung bei, dass viele Leute bei uns nicht einzahlen. Soll ich dir mir ehrlich was sagen? Sag mal. Nachdem du mich vorhin angerufen hattest, hatte ich 2 Minuten später eine Einzahlung und 5 Minuten davor eine Einzahlung. Traurig. Tut dir das weh? Ja, ist schade. Es ist schade? Verdienst du überhaupt Geld im Monat? Ja, sicher. Ehrlich? Ich rede nicht von Hartz IV. Ja, ich auch nicht. Ich kann sie nicht ernst nehmen, ich mein's ernst. Hallo, Liebhusch, hallo. Ja, hallo. Wie darf ich denn weiterhelfen? Ja, weiß ich nicht. Indem du dir einen anständigen Job raussuchst irgendwie. Das wäre schon mal eine große Hilfe. Gut, und dann? Ja, dann gehst du ehrlich arbeiten und zockst die Leute nicht ab. Das tue ich auch so nicht. Naja, doch, mit dem, was er da macht. Mit was macht er denn? Und er hat es ja auch ganz offen hier im Video gestanden. Also das, er hat ja damit geprotzt, was er da gerade so für Umsätze gemacht hat. Ne? Also, dass die Leute bei ihm Geld eingezahlt haben. Und ich glaube nicht, dass irgendeine seriöse Firma sowas von sich geben würde und damit protzt, wer da wann eingezahlt hat. Und vor allem hat es nichts mehr mit Seriosität zu tun, was hier überhaupt in diesem Gespräch abläuft. Die rufen hier an und machen sich über die Kunden lustig. Ich meine, klar ist hier klar, worum das geht. Aber stellt mal vor, eure Sparkassentante würde euch anrufen und dann hier solche Gespräche mit euch führen, nur weil ihr euch 10-mal auf der Webseite angemeldet hat. Ich glaube, die würden einfach gar nicht mehr anrufen und das Thema dann dabei belassen oder gucken, dass ihr eure Rufnummer blocken können, wenn es ein seriöses Unternehmen ist. Aber doch nicht solche Gespräche hier. Das zeigt einfach ganz klar, was wir hier für eine Firma am Telefon haben. Wie meinen Sie denn? Ja, Betrug. In welcherlei Hinsicht? Ja, Finanzbetrug. Na, sagen Sie mal, Herr Lullipusch, das ist ja eine Unterstellung, die Sie hier mit an den Tag legen. Nee. Ach, das hatten wir schon. Ach so, der ist zu beschränkt, oder? Ah ja. Ach so. Genau. Deswegen seid ihr auch bei Betrügern vertreten. Wenn man sich bei betrügerische Werbung einträgt, das ist... Ein ganz kurzer Moment, Herr Lullipusch. Es ist gerade uninteressant, Ihre Meinung. Eine kleine Sekunde, bitte. Ja, und genau, das ist der beste Indiz oder das beste Indiz überhaupt. Die Webseite ist nur in der Leitung, weil ich mich über eine betrügerische Werbung angemeldet habe. Also selbst wenn die sich irgendwie seriös halten und sogar im Ansatz vielleicht ein bisschen seriös wären, warum klingeln die dann, wenn ich mich bei einer Betrügerwerbung angemeldet habe, durch? Ich weiß es nicht. Also einfach nur Wahnsinn. Und die wollen sich wieder für seriös halten. Ich meine, man kann ja hier schon wieder am Gesprächsverlauf erkennen, was da eigentlich genau am Telefon passiert. Das Schlimme ist, die Behörden unternehmen gegen diese Firma mal wieder nichts. Die arbeiten immer noch fröhlich weiter und das auf diese Art und Weise. Ja. Ich leite mal bitte an die richtige Abteilung weiter, einen kurzen Moment. Also macht es dir sehr ernsthaft Spaß eigentlich? Ja, ohne Spaß jetzt. Ich dachte, jetzt kriege ich eine vernünftige Abteilung. Ja, ich dachte auch, dass ich irgendwann mal einen vernünftigen Menschen an der Leitung bekomme, aber... Ja, ist halt so, wenn man nur betrügt, dass da ständig solche Leute am Telefon sind. Ernsthaft, ja? Tja, ist schon traurig, dass man so sein Geld verdient, ne? Ja, kann ich genau den gleichen Ball zurückgeben. Ja. Das. Solltet euch mal überlegen, vielleicht mal vernünftige Arbeit zu machen. So wie du? Irgendwelche Callcenter einfach anzurufen? Ich rufe ja keine Callcenter an. Oder anrufen. Callcenter rufen mich ja ohne Erlaubnis an. Ohne Erlaubnis, du meldest dich ja nicht wie so ein Spasti überall an. Naja, aber wenn man sich irgendwo registriert, dann heißt das ja nicht, dass man ein Double Opt-in hat, ne? Doch hat man. Wenn man die AGBs mal lesen würde, würde man das auch. Ein Double Opt-in steht nicht in den AGBs. Ein Double Opt-in steht nicht
Opt-in? Ein Double Opt-in sieht wie folgt aus. Mein Telefon muss klingeln, es wird ein Code durchgesagt und damit bestätige ich, dass die Telefonnummer auch zu mir gehört. Also ganz kurz, also erstmal, wenn du die AGBs bestätigst, erlaubst du diese Werbepartner, nee. Das, nein. Natürlich, lies doch mal die AGBs. Ja, das ist aber illegal, das darf nicht in den AGBs stehen. Was für illegal? Ja, dann lies doch mal die AGBs, Junge, ja, bevor du Quatsch. Irgendwas das sagst. Darf nicht in den AGBs stehen. Das ist was Quatsch. Darf nicht in den AGBs stehen? Ja, das Double Opt-in. Das Double Opt-in darf nicht in den AGBs versteckt werden. Das ist die Datenschutzgrundverordnung in Deutschland. Aha. Die DSVGO. Ja. Ah, schön, da kennt sich ja jemand aus. Ja. Genau, und ihr ruft unerlaubt an. Das nennt man unerlaubte nicht. Telefonwerbung. Nein, tun wir nicht. Doch. Wir erklären. Nee. Es geht um eine Einzahlung, das ist kein Erklären. Dir fehlt einfach Double Opt-in. Ihr habt nicht die Berechtigung anzurufen. Okay. Und in welcher Hinterlei... Also jetzt mal ernsthaft. Indem du dich jetzt 50 Mal anrufst, oder 50 Mal anmeldest, was genau denkst du, was du tust? Ja, in der du wirst ja immer wieder die gleichen Leute haben. Und dann wirst du auf Zeit verschwenden. Ja, und wir werden ja wissen, wer du bist. Und bla. Und trotzdem werden wir weitermachen. Ja, aber in wir der Zeit... Wir haben eine Zulassung von der BaFin. In der Zeit, wo ich mit dir quatsche, habe ich so 6 weitere Agenten, die doch weiter telefonieren. Was willst du denn? Ja, aber letztendlich in der Zeit, wo wir beide telefonieren, kannst du schon mal keinen mehr abzocken. Und nee, außerdem nee, kostest du auch Gehalt und damit richte ich wenigstens ein bisschen Schaden an. Naja, nicht mir. Nö, aber der Firma. Und da kann ich nur hoffen, dass dann irgendwann die Firma mal auffliegt und aufhört. Das kann lange dauern. Tja, das ist halt schade. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es gibt doch so schöne so Offshore-Broker. Wie wär's, wenn du da mal anfängst? Ja. Aber die sind jetzt so heftig, oder? Mit denen telefoniere ich auch. Ach, die telefonierst du auch, okay. Und was telefonierst du denn so? Ja, mit sämtlichen Firmen. Mit sämtlichen Firmen? Ja. So ist das. Kennst du EuropeFX? Sagt mir jetzt direkt nichts, aber ich habe hier, weiß ich nicht, ganz, ganz viele in meiner Liste. Wie viel hast du denn? Einige hundert sind es jetzt hier schon. Ernsthaft? Ja. Du hast echt keine anderen Hobbys außer das? Das ist mein Hobby, ja. Aber jetzt mal ernsthaft, also darf ich mal fragen. Weil ich gehe mal davon aus, das ist ja irgendeine Intention, mit der du das angehst, richtig? Ja. Wurde irgendeiner von deinen Freunden oder Familie mal von irgendeinem Scambroker mal betrogen oder warum? Wie bist du dazu gekommen? Also das würde mich interessieren. Nö, das nicht. Aber letztendlich kann ich die Leute darüber aufklären, dass niemand bei euch Geld einzahlt. Das würde aufklären. Das heißt, wenn ich meinen Namen laut aussprechen würde, dann kannst du das publizieren? Nö, der Firmenname reicht ja schon. Ah, okay, alles klar. Damit die Leute gleich wissen, wenn sie euren Namen lesen, dass das nur Betrug ist. Okay, wunderbar. Das heißt, du hast mich jetzt offiziell als Betrüger genannt und meine Firma als Betrüger genannt. Okay? Genau. Okay, kann ich denn deinen Namen richtig erfahren? Na, steht doch da im System. Ja, Lollipop, komm, hör mal auf. Gerd, ernsthaft? Ja, eure Namen sind doch auch bloß fake. Mein Name ist fake? Ja, sicher. Ach, du bist ein Spasti, ernsthaft. Na, siehst du, guck mal. Kriegst einen Anwalt schreiben und dann geht's weiter. Sagte der Betrüger, der selber beleidigend ist. Ich glaube, hier haben wir wieder eindrucksvoll geschildert bekommen, dass wir hier kein seriöses Unternehmen am Telefon haben. Denn sonst wäre sowas hier gar nicht erst entstanden, so ein komisches Gespräch. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt gerne noch in die Kommentare, was ihr von der tollen Firma hier haltet. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.